In Archiven lagernde Filme unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess, der in vielen Fällen nicht aufzuhalten ist. Eine hochwertige Digitalisierung rettet diese Filme. Die ursprüngliche Brillanz wird wieder sichtbar. Wir geben Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Arbeit, die sich im Spannungsfeld zwischen traditionell manueller Handarbeit und Hochtechnisierung bewegt. Erfahrene Mitarbeiter mit Gespür für Material und Details beurteilen routiniert, welche Restaurationen angemessen und notwendig sind. Diese Handarbeit ist vor jeder Digitalisierung unverzichtbar. Ausgerissene Stellen in der Perforation werden ausgebessert. Dabei ist exaktes Arbeiten von hoher Bedeutung, damit der Film in den folgenden Bearbeitungsschritten fehlerfrei in den Filmführungen läuft. Ein Indikator für den fortschreitenden Zerfall eines Filmes ist die Filmschrumpfung. Hier ist der Film bereits um 1,2% geschrumpft. Eine Digitalisierung ist dringend notwendig. Bei der Bearbeitung von Archivmaterialien findet häufig das Nassklebeverfahren Anwendung. Dies sind die zuverlässigsten Klebestellen. Sorgfalt und Behutsamkeit sind auch hier oberstes Gebot. Während der anschließenden Ultraschallreinigung wird der Film durch die Einwirkung eines Lösungsmittels schonend von Schmutzpartikeln befreit. Erst jetzt ist der Film für eine hochwertige Digitalisierung vorbereitet. Der gereinigte Film wird in den Abtaster eingelegt. Die auf dem Film abgebildete Information wird von der Abtasteinheit optisch auf drei CCD-Chips abgebildet und in Daten gewandelt. Die eigentliche Digitalisierung. Der kontinuierliche Filmtransport ohne Greifersysteme schont den Film. Hier wird auch der Bildausschnitt festgelegt und die optimalen Grundeinstellungen gewählt, sodass das volle Potenzial des Filmes erhalten bleibt. Das ermöglicht die verlustfreie Weiterbearbeitung der digitalisierten Filmbilder. Sehr hochwertige Prozessoren gewährleisten eine Signalverarbeitung ohne Zwischenspeicherung. Während der Farbkorrektur rekonstruiert der Kolorist die ursprüngliche Farbigkeit des Filmes. Auf Wunsch kann er die Bildqualität sogar deutlich verbessern. Der Kolorist legt mit seiner Erfahrung und seiner Kenntnis über historische Filmmaterialien den endgültigen Bildeindruck fest. Damit es zu einer authentischen Rekonstruktion kommt, müssen die zur Verfügung stehenden Werkzeuge der digitalen Bildbearbeitung behutsam eingesetzt werden. Alle vorgenommenen Bearbeitungen wie Farbkorrektur, Ausschnittbestimmung und Retusche werden im System gespeichert und für das Mastering abgerufen. Endresultat der Bearbeitungskette ist die hochwertige Digitalisierung des Filmes auf einem Masterband in der besten technischen Qualität, die man in der Bildbearbeitung erreichen kann. Ein lohnender Weg zur Erhaltung wichtiger Archivmaterialien, damit von Ihrem kulturellen Erbe wenigstens heute nichts mehr verloren geht.